FCA, von den A-Junioren haben wir einen von den vier Junioren-Nationalspielern hier bei uns, der Alex Nigrea. Alex, heute gegen den Tabellenführer aus Unterhaching gewonnen, wichtiger Sieg, ihr seid damit Tabellenführer. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, war gut und wir haben alle Gas gegeben, also wir wollten auch den Sieg, wir mussten und wir haben alle gekämpft und gutes Spiel gespielt, alle und ja, guter Sieg war heute. Alex, du bist einer von diesen vier Junioren-Nationalspielern, die der FCA, die A-Jugend in ihren Reihen stehen hat. Wie ist es für dich, für dein Heimatland Rumänien zu spielen? Ja, das ist eine Ehre, für Nationalmannschaft zu spielen, für meine rumänische Nationalmannschaft. Und ich freue mich immer, wenn ich dabei bin und gebe mein Allerbestes und wünsche mir immer, dass ich dabei bin. Und ja, es ist eine große Ehre. Ja, für dich, du bist junger Jahrgang, A-Jugend. Wie wichtig wäre es für dich, nächstes Jahr A-Junioren Bundesliga spielen zu können? Ja, das wäre sehr wichtig und auch für meine Entwicklung. Es wäre sehr gut, dass wir auch Bundesliga spielen können. Und ja, wir geben jetzt alles, alle geben dafür, dass wir auch die junge Jahrgang nächstes Jahr in Bundesliga spielen. Und ja, das werden wir hoffentlich schaffen. Alex Nigrea, wir werden deinen Weg weiter ein bisschen anschauen, beobachten und wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Danke auch.